festhalten würde, wäre das ein bisschen schwierig für mich. Deshalb versucht, wenn ihr liegt, das so zuzulassen auch. Ne? Dann mache ich dasselbe auf der anderen Seite. Also ich gebe mit meinem Knie den Impuls, dass ihr Knie nach außen. Das ist ja schon in der Hüftöffnung. Ne? Wichtig ist, dass ihr jetzt die Füße in einem guten Griff habt hier unten. Daumen ist vorne, restliche Finger außen. Und jetzt gehe ich selber ein bisschen breiter, beuge meine Knie ein bisschen ein. Und das, was ich jetzt mache, ich merke schon, ich kann, weil ihre Hüften hier offen sind, kann ich weiter nach vorne gehen. Ne? Und das ist jetzt wieder so eine lockere Schwingbewegung. Das heißt, das ist wieder so eine Hula-Hoop-Übung. Ich wiege oder so, als würde ich tanzen. Ne? Man nennt ja auch Thai-Yoga den heiligen Tanz. Habt ihr vielleicht auch schon mal gehört oder gelesen? Weil man eigentlich, wenn man jemanden massiert, so ja auch richtig um denjenigen herum sich bewegt und tänzelt ja auch irgendwo. Ne? Und das hat auch was zu tun mit der Leichtigkeit von Tanzen und Intuition auch. Und ihr seht, auch ihr Becken bewegt sich jetzt ein bisschen nach links und rechts. Also alle, die gerade Probleme im Liegen hatten, kommen jetzt so ein bisschen auf ihre Kosten, weil das so auch schöne Lockerungsübungen für den unteren Rücken sind. Ne? Das machen wir so ein Momentchen, achten auch auf das Gesicht, aber das ist eigentlich jetzt überhaupt nicht schmerzhaft. Und dann von hier aus bringe ich ihre Füße an meinen Oberschenkel und mit den Händen kann ich dann ihre Knie schließen. Und dann gehe ich mit den Füßen neben das Becken, klemme mit meinen